Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ihr mögt es, dass ich euch so diese geballte Ladung an PR-Produkten zeige mit den ganzen Codes, die ich auch aktuell habe. Das ist immer so ein monatliches Format ungefähr, was dann auch auf diesem Kanal online kommt. Deswegen ist hier auch mal wieder ein PR-Haul für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, hier gibt es auch einige Codes, Leute. Das kann man nicht anders sagen. Alles, was aktuell ist, blende ich euch auch mit ein, nenne es auch in dem Video und ihr mögt es, wie gesagt, ne, dass die geballte Ladung kommt. Es gibt auch in diesem Video, wie immer, so eine schöne Verlosung und ja, es gibt ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Ja, es ist wirklich einiges, was ich hier habe. Ne? Ich sammle das immer über natürlich dann ein paar Wochen und zeige euch das. Ich habe zum Beispiel in meinem letzten Vlog, und auch das versuche ich aktuell jetzt wirklich monatlich zu machen, euch gezeigt, dass ich ein Paket von L'Oreal bekommen habe. Da waren die beiden neuen Primer drin enthalten. Das ist Prime Lab Advanced Derm Primer. Alle beide heißen so 24 Stunden. Und dann habe ich einmal den Pore Minimizer Primer mit AHA, LHA und BHA Komplex. Das ist einmal dieser hier, den ich jetzt aktuell in der Stillzeit nicht verwenden kann, wegen den ja, Säuren, die halt enthalten sind. Finde ich persönlich aber ganz schön und das ist auch eher so der, der so in meine Richtung geht, ne? Weil dieses Ganze von wegen, wir sind eine Marke, die Make-up machen und gleichzeitig auch noch Wirkstoffe integrieren, finde ich persönlich immer ganz cool, auch wenn ich natürlich eine schöne Hautpflege habe, wo ich jetzt natürlich auch gleich Produkte zeige. Und dann habe ich hier noch den 24 Stunden Matt Setter mit LHA und Salicylsäure, was in der Theorie ganz cool ist, aber ich bin jetzt kein Fan von matter Base, ne? Das kennt ihr ja von mir. Ich bin ja eher so glowy unterwegs. Gönn mir dann auch gerne einfach nochmal ein extra glowy Podo, Sammy. Sammy, du sitzt auch gleich auf meinem Schoß hier. Glammy Puder on top, einfach um das Ganze ein bisschen noch schöner zu machen. Und ja, der kleine Mann kriegt natürlich jetzt ein bisschen ein Leckerchen. Ich muss ihn dafür belohnen, dass er so aufdringlich ist, oder? Genau, deswegen, also die hatte ich euch, wie gesagt, schon gezeigt und jetzt halt auch nochmal im Video. Ja, den Pore Minimizer werde ich ausprobieren, aber dann halt erst so ab Mai und den Matt Setter, den werde ich dann mal in der Verlosung weitergeben. Die gab es halt nur als Set, so als PR. Dann gehen wir weiter zu Beauty Mates. Das ist eine Hautpflegemarke, mit der ich schon seit, ich glaube, 3 Jahren zusammenarbeite. Dieses Pure Skin Duo ist halt super geeignet dafür, dass du eine reinere Haut bekommst. Ne? Und ich sollte von vorne anfangen. Beauty Mates ist eine Marke aus München. Das ist eine Start-up-Firma, ein sehr junges Unternehmen, die Produkte Made in Germany anbieten. Und das ist Wirkstoffkosmetik. Hier habe ich jetzt 2 Booster aus deren Sortiment, die ich entweder mit der Creme, die dort auch angeboten wird, beziehungsweise da gibt es ja 2 unterschiedliche kombiniere oder sie halt in meine bestehende aktuelle Creme mit hineinmische. Und ich habe aktuell auch einen Code, Claudi30, damit kannst du 30% auf das komplette Sortiment sparen. Auch wenn du dir zum Beispiel im Set-Konfigurator dein Set selber zusammenstellst und dadurch ja schon die Produkte reduziert bekommst, kommen nochmal die 30% außerdem runter, ne? Was ich ziemlich cool finde. Wir haben tierversuchsfreie Produkte hier drin enthalten, die frei von allen möglichen Sachen sind, die nicht hineingehören, also parabenfrei, parfümstofffrei und so weiter und so fort, PEG-frei, ne? Tierversuchsfrei. Genau. Und das hier ist halt einfach ein tolles Set, was ich gerne in Kombination verwende. Du kannst ja 3 Tropfen in deine Pflege mit hineinmischen. Ich nehme einfach 2 Tropfen von dem Pore Minimizer Booster und 1 Tropfen von dem Anti-Pickel Booster. Der Pore Minimizer Booster enthält hochkonzentriertes Vitamin C und Vitamin B3, was ja unser Niacinamid ist, in der Mix-and-Match-Methode nennt sich das dann, glaube ich, in die Hautpflege reingemischt. Den Anti-Pickel Booster könnte man theoretisch auch punktuell anwenden. Habe ich zum Beispiel euch in einem Short auch mal gezeigt, dass ich, als ich hier mal so einen Oschi hatte, den habe ich wirklich konzentriert da drauf gegeben und dann ist der auch wirklich am Ende des Tages verschwunden oder wenn du es abends aufgibst am nächsten Tag. Bei mir war es auf jeden Fall so. Da haben wir auch wieder Niacinamide drin und auch noch Zink, das ist auch noch richtig schön entzündungshemmend. Ein schönes Duo, was mir persönlich sehr gut gefällt, was ich euch ans Herz legen möchte und wie gesagt, Claudi30 gibt euch aktuell 30% auf das komplette Sortiment. Schaut super gerne mal vorbei. Die haben eine kunterbunte Palette und das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um diese kunterbunte Palette als Bild mal einzublenden, also einen kompletten Regenbogen, sodass du wirklich für jedes
Bedürfnis, die aktuelle Pflege auch dir individuell zusammenstellen kannst. In der Infobox habe ich euch die Links dazu reingesetzt. Das sind sowohl zu dem Set einmal die Links, als auch zu dem Set-Konfigurator, als auch zu den Einzelprodukten, denn du kannst natürlich die Produkte auch einzeln nachbestellen. Ne? So, dann machen wir mal weiter mit einem weiteren Paket, was ich im Prinzip von L'Oréal bekommen habe, aber es ist nicht unbedingt L'Oréal in dem Sinne drin, sondern Biotherm. Da wurde ich angeschrieben, aber Biotherm gehört, glaube ich, auch zur L'Oréal-Gruppe. Und die wollten mir einfach gerne was zuschicken. Muss ich nicht zeigen oder sonst irgendwas, hatte mir die Dame dann geschrieben. Biotherm möchte mir einfach was schicken. Ich sage, ja gut, lass mal kommen. dass ich mir das einfach mal angucke, dass ich euch das vorstellen kann, wenn ihr möchtet. Und ja. Es riecht sehr angenehm hier raus, muss ich wirklich sagen. Sieht hübsch aus, definitiv. Liebe Biotherm Beauty, kurz vor dem kommenden Tag der Liebe. Ach so, ja, das ist schon ein bisschen hier, ne? Möchten wir dich an die Bedeutung von Self-Love erinnern? Natürlich, im Alltag vergessen wir es oft und so weiter und so fort. Auch unsere Haut verdient es nämlich, verwöhnt, um gepflegt zu werden. Selbstverständlich. Ja gut, hier haben wir dann natürlich Sachen drin, die ich aktuell leider nicht verwenden kann, weil ich lese hier unfassbar viel Retinol. Nicht in der Schwangerschaft und Stillzeit halt, ne? Die scheinen neue Produkte aufgenommen zu haben. Und ja, oh. Also Retinol ist halt der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin, aber darf ich aktuell leider nicht verwenden. Biotherm Blue Pro Retinol Multi-Correct Cream gibt es einmal hier. 50 ml sind hier drin enthalten. Ja, Sammy sitzt neben mir und will mehr. Wow. Da müssen wir aufpassen, dass das nicht runterfällt, kleiner Mann, ne? Und dann haben wir hier auch noch ein Blue Retinol Reserve and Repair Serum Night. Also sieht wirklich schön aus. Und dann habe ich hier so ein großes Ding. Oh, das ist eine Kerze. Das ist natürlich total super, ne? Das freut einen doch irgendwie. Ja, wow. Finde ich cool. Vielen, vielen Dank an Biotherm und L'Oréal. So, als nächstes möchte ich euch einfach gerne die Produkte von Danny, also aus dem Pelletier-Verlag, zeigen. Hatte ich euch auch im Vlog schon gezeigt. Und zwar bin ich jetzt ja ein offizieller Partner. Deswegen habe ich eine Partnertasse vom Pelletier-Verlag. Ich finde die Tassen übrigens großartig. Die sind wirklich hochwertig, ne? Also haben wir lange immer in Anwendung, gehen immer schön in die Spülmaschine und da passiert auch nichts mit. Finde ich total, total hübsch, wirklich. Also ich mag auch dieses Logo mit diesen Faunfedern quasi und dieses Bunte. Und jetzt, wo ich euch das zeige, kann ich das auch endlich in die Spülmaschine packen und verwenden. Ich freue mich darüber. Und ich habe ja auch zwei Bücher herausgebracht im Pelletier Verlag. Die liegen hier vorne auch immer zu Präsentationszwecken bereit, ne? Tada! Das ist einmal mein Schwangerschaftstagebuch. Hallo Mr. Bauchi. Und Sammy endlich ankommen. Das ist das Buch über die fiktive Vorgeschichte von Sammy, was er quasi die 2 Jahre in Bosnien erlebt haben könnte, bevor er zu uns gekommen ist. Also die könnt ihr natürlich auch im Bundle mit den Tassen zusammen kaufen oder die Bücher einzeln kaufen, wie ihr möchtet. Ne? Sind beides Herzensbücher von mir, muss ich wirklich sagen. Und jedes Mal geht mir das Herz auf, wenn ich diese Bücher sehe. Ja, das ist echt schön. Und da freue ich mich halt wie Wolle auch über eure Resonanz, weil die, die das Buch auch schon gelesen haben, haben einfach total liebe Kommentare geschrieben. Und ein ganz lieber Kommi war auch mal: Ja, es ist ein cooles Buch, Claudia, wirklich total klasse. Es gibt nur ein großes Problem mit diesem Buch. Ich brauche mehr. Und es ist halt schwierig, denn meine Schwangerschaft ist ja ganz offensichtlich beendet. Mein Kind ist auf der Welt und ja, den halte ich aus Social Media weitestgehend fern. Und ich denke, dass er schnell genug noch selber seine Erfahrungen machen wird. Ne? Aber gut, das sind meine beiden Bücher, die einfach beide über zwei Herzensmänner meines Lebens geschrieben wurden. Wer weiß, vielleicht kommt bald ein Buch über meinen dritten Herzensmann. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich euch das auch empfehlen. Und ja, wenn ihr den Code Claudi verwendet beim Checkout an der Kasse, bekommt ihr eine Autogrammkarte von mir mit dabei. Ich bekomme dadurch eine kleine Provision, sodass ich da dann halt auch, ne? Ich habe euch dann ja quasi auf die Homepage geführt. Denn ihr könnt im Pelletier Verlag so viel mehr als nur Bücher bestellen. Wie gesagt, Tassen könnt ihr dort bestellen. Ihr könnt dort in der Pelletier Papeterie vorbeischauen. Da könnt ihr super schöne Aufklappkarten bestellen. Also ich habe jetzt letztens auch erst das neue Buch bestellt von Danny. Das werdet ihr dann wahrscheinlich im nächsten PR-Haul sehen können. Und ja, genau. Schaut auf jeden Fall gerne dort vorbei und gönnt euch hart. Es gibt auch auf jeden Fall noch 2 neue Kochbücher, die ich hier jetzt habe. Das ist einmal die Many Cooks Community Edition, die 3. Edition.
Da sind auch zwei Rezepte von mir drin enthalten. Achso, und die Manny Cooks Günstmaus-Edition. Auch das ist richtig, richtig cool. Einfach in der aktuellen Zeit, dass man da die Möglichkeit hat, einfach ja, bekannte Gerichte für einen schmalen Taler nachzukaufen. Und hier sind zwei Gerichte von mir drin enthalten. Einmal ein Gericht von meiner Oma und ein Gericht von meinem Freund tatsächlich. Einmal ist es nämlich Oma Marianes süße Tomatensoße. Also, ne? Das ist crazy. Das ist halt so ganz klassisch. Ja, wir haben halt immer sehr süß gegessen. Auch die Soßen waren bei uns sehr süß. Und herrliches Hack im Back. Dass es eigentlich Reissauerkraut gehackt ist. Ich hatte noch ein kleines Gespräch mit meinem Freund vorher gehabt. So, Schatzi, wie wollen wir das denn nennen, wenn wir das einreichen? Er sagt, da ist Reissauerkraut gehackt. Ich sage, das wird da nicht passen. Dafür sind die Zeichen zu wenig im Inhaltsverzeichnis. Und du willst ja nicht irgendwie gefühlt drei Zeilen nur für deinen Namen da haben. Ja, ja, dann haben wir herrliches Hack im Back genommen. Weil das wird im Backofen tatsächlich letztendlich zubereitet. Schaut gerne im Pelletier Verlag vorbei. Das sind ziemlich coole Rezepte, die einfach nachzukochen sind. Und was ich immer ganz nice finde, ist halt wirklich die Community Edition bei den Kochbüchern auch. Oder halt auch die Herzensbücher von Danny und Maxim. Ne? Und da verbindet man einfach Menschen mit. Und ich kenne zum Beispiel die liebe Corinne, die hier auch was mit eingereicht hat und so. Und das ist immer ganz nice, wenn man da dann auch die Rezepte von denen nachkochen kann, um dann auch wirklich mal deren Geschmack nachempfinden zu können. Ja. So viel dazu und auch die in der Infobox verlinkt. Als nächstes, ich habe aktuell auch wieder einen Code von Dalton. Beauty Claudi gibt euch aktuell bis nächste Woche Sonntag, also quasi für eine Woche müsste das auch wieder sein, 20% auf das komplette Sortiment. Und da habe ich auch ein bisschen Nachschub bekommen und neue Produkte zugeschickt bekommen. Eins habe ich aktuell auch in Anwendung, da habe ich jetzt gleich nur die Verpackung. Ich habe hier auch zwei Sets. Beziehungsweise ein drittes, wo ich die Produkte einfach da habe. Das werde ich euch in einem separaten Video einfach mal vorstellen in der kommenden Woche. Einmal habe ich hier nämlich das Hyaluronic Urea Hydro Boost Set, ne? Und natürlich die Produkte darin enthalten. Denn auch auf die Sets bekommt ihr die 20% Rabatt, was ich irre gut finde. Das stelle ich mir auch zur Seite, sodass ich da euch die Produkte auch nochmal eingehender zeigen kann. Ne? Das ist nämlich ein eigenes Video. Ja, und hier haben wir einmal die Beauty Box in der Spring Edition. Wir haben bei Dalton einfach auch jetzt Beautyboxen, die jetzt auch diesen Monat vorhanden sind. Und da bekommt ihr die Produkte einmal im Set sowieso günstiger und dann nochmal mit meinem Code 20% günstiger, sodass du ungefähr nur ja, die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte dann für die Produkte dann bezahlst. Aber trotzdem halt die Wertigkeit hast. Ne? Und Dalton ist einfach eine schöne Marke. Die haben Marinekosmetik. Achso, wie nennt sich das Set überhaupt? Ja doch, Beauty Box Spring Edition, ne? Müsste die Q10-Geschichte sein. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Marinekosmetik. Und da ist einfach das Gute, weswegen meine trockene, sensible Haut auch einfach die Produkte so geil findet, dass es einfach sehr haut- und körperverwandte Inhaltsstoffe sind. Denn das Leben kommt aus dem Meer. Du bist Leben und ich bin Leben. Denn irgendwie sind wir mal so evolutionstechnisch aus dem Meer gekommen. Und deswegen vertragen wir bzw. unsere Haut auch einfach so gut diese Meeresinhaltsstoffe wie Oyster, also Auster oder halt Kaviar und Meersalz, Meersalzpeeling, klar, ne? Also diese ganzen Inhaltsstoffe, Zelomer, Meeresextrakt und so weiter. Das ist halt alles sehr, sehr hautverwandt und deswegen vertragen wir das einfach sehr gut. Das ist noch ein Flyer. Und dann habe ich hier nämlich noch das. Oh, ist immer so hübsch, wenn ich das gepackt bekomme von meiner lieben Denise. Die hat dann auch immer ein bisschen was dazu geschrieben. Ne? Das ist immer so cool. Und so bekommt man halt auch die generellen Lieferungen. Das finde ich immer ganz schön. Ja, dabei findest du zwei weitere unserer insgesamt 6 High Concentrates. Ich habe euch ja schon 2 vorstellen können. Und jetzt sind nochmal 2 gelauncht worden. Und es werden bald auch nochmal 2 gelauncht. So krass. Einmal das Retinol Serum und das Triple Ceramid Serum. So genial, Leute. Und ja, alle genauen Infos lasse ich dir dann noch zukommen. Und da werden wir auch nochmal genauer drauf eingehen. Und ja, ich habe mir auch so ein bisschen was nachbestellt. Das sieht so schön aus, wenn man das hier auspackt, Leute. Ich habe mir bestellt die Anti-Pickel-Maske und da hat sie mir ein paar nachgeschickt. Die ist super schnell ausverkauft immer wieder, weil das auch mit, ich glaube, die günstigste Tuchmaske dort ist. Das ist die Facecare Clean Skin Anti-Pickel-Tuchmaske für unreine Haut einfach. Und das hat so ein grünes, wabbeliges Vlies. Ich glaube auch, ist das Biozellulose? Müsste das denn ja auch sein, ne?
weiß ich nicht, vegan-friendly, auch das ist ganz nett, duftstofffrei. Und das verwende ich halt super gerne, wenn ich so normalerweise meine Erdbeerwoche habe oder wenn jetzt halt auch wieder Unreinheiten auf meiner Haut entstehen. Und Sammy, Frauchen jetzt auch endlich wieder Nachschub bekommen. Ich freue mich. Genauso wie auch diese Clarifying Mask. Das ist die Magical Effect Face Care Schönheitsmaske. Das ist eine Pöttchenmaske. Und danach hast du ein so angenehmes Hautgefühl. Es fühlt sich wirklich so porentief gereinigt an. Und die muss auch nur 5 bis 10 Minuten drauf bleiben, ne? Aber die Haut ist nicht so ausgetrocknet. Und das finde ich sehr, 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 sehr angenehm. Und deswegen kann ich euch die auch mega empfehlen. 50 Milliliter hält auch wirklich eine ganze Weile. Und dieser Hund ist gerade echt aufdringlich. Dann habe ich mir auch noch eine neue Creme bestellt. Und zwar die Hyaluronic Urea Hydro Boost Anti-Aging Feuchtigkeitscreme. Die kann ich einfach aktuell sehr gut gebrauchen. Das ist die etwas reichhaltigere Variante. Das gibt es auch noch in der leichteren Variante. Jetzt gerade bei uns ist es Schnee, ne? Also wir haben hier gerade Schnee liegen. Wahrscheinlich, wenn das Video online kommt, sind es 14 Grad oder so. Aber ich kann das einfach bei diesen trockenen Temperaturen, bei dieser trockenen Luft sehr, sehr gut gebrauchen, denn wenn es eiskalt ist, ist auch die Raumtemperatur sehr niedrig. Meine Haut weint dann gefühlt und braucht das einfach. Dann habe ich mir auch nochmal bestellt von Nee, die Double Action Lifting Foundation. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe schon die ein oder andere Foundation von Nee ausprobiert und auch generell die ein oder andere dekorative Kosmetikgeschichte. Das ist jetzt in der Farbe D0 die Foundation, die ist auch sehr, sehr fancy. Normalerweise kenne ich nur diese schwarzen Verpackungen von Nee. Witzig, das ist so, da hast du einmal Pflege und einmal Farbe, glaube ich, mit dabei. Und ich weiß nicht, ob das jetzt gerade gewackelt hat, denn Sammy ist gerade unterm Tisch hergegangen. Erinnert mich ein bisschen an damals, ich glaube von Max Factor oder so, habe ich auch so eine Foundation verwendet. Kennt ihr die noch? Naja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie die bei mir so funktionieren wird. Auch auf Nee gelten übrigens meine 20% Rabatt, ne? Schaut gerne mal vorbei. Dann habe ich mir bestellt, das ist aber eher zur Zweckentfremdung für meine Momo, die Sensitive Care Derma Balance beruhigende Creme Medium mit 50 Millilitern. Ja, verwende ich im Intimbereich einfach als Intimcreme und super nach dem Rasieren. Kann ich euch wirklich mega empfehlen. Danach habt ihr keine Rasierpickel, also ich habe es nicht, ne? Keine Rasierpickel, keine Irritationen und so. Ist echt gut und ja, sie beruhigt halt die Haut und sie repariert halt auch, falls du dich ein bisschen geschnitten haben solltest oder so. Dann habe ich auch nochmal derbe Nachschub bekommen von den Augenpads. Ich liebe sie. Damit kannst du über Kopf an der Decke staubsaugen. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Und die sind halt auch wirklich, dass du danach 10 Jahre jünger unter den Augen aussiehst, ne? Die sind großartig. Ich wünsche mir immer noch, dass sie irgendwann mal diese Augenpads rausbringen, halt in einem Pöttchen. Das wäre so cool. Aber na. Dann habe ich hier auch noch die Jordan Dead Sea Salt 24 Stunden Pflegecreme, Neurodermitis und Psoriasis, duftstofffrei. Das ist eine super Creme, die ich gegebenenfalls meine Mom mal ausprobieren könnte. Wobei ich nicht weiß, ob die Jordan-Reihe noch lange bestehen wird, weil das ist ja auch noch die ganz, ganz alte Verpackung, ne? Muss man mal gucken. Aber vielleicht kommt da ja demnächst dann auch mal was Neues danach. Muss man mal schauen, ne? Weil das ist halt genauso wie das Öl, was ich auch letztens aufgebraucht habe. Diese ganz alte Verpackungsgeschichte. Auch mit einem Spargel dabei, ne? Aber ja, das dann auf jeden Fall für meine Mama. Dann habe ich hier die Q10 Energy Boost Augencreme. Das ist eine ganz schöne belebende Geschichte für morgens. Finde ich auch total großartig. Die Q10-Reihe ist so ein bisschen belebend, genauso wie ja auch die Oh My Blush Ampulle belebend ist, aber die ist kühlend belebend. Also sehr, 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 sehr angenehm am Morgen tatsächlich. Finde ich. So, dann habe ich hier auch noch eine Natural Charakter, eine Crememaske Vitamin Regeneration. Die wollte ich auch mal ausprobieren. Ihr merkt, ich möchte gerne so ein Maskenvideo mit Dalton-Masken machen. Deswegen habe ich mir die ein oder andere weitere Maske mal bestellt, ne? Und kann euch da mal die Masken in Anwendung zeigen. Das kommt dann in der kommenden Woche. Falls du mich noch nicht abonniert haben solltest und bis jetzt schon geschaut haben solltest, dann kannst du gerne hier mal auf den Abo-Button klicken. Das wäre ziemlich cool. Damit würdest du mich mega supporten und verpasst auch keins von meinen Videos. Denn ja, so ich glaube 49% meiner Zuschauer haben mich gar nicht abonniert. Leute, das ist hart. Also gerne nachholen. Genau, dann verpasst du auch nicht das Testvideo hierzu.
Jo, dann habe ich hier die, ja, die wollte ich auch mal ausprobieren. Sensitive Care Derma Balance habe ich vorher noch gar nicht gesehen, dass es die gibt. Hypoallergene Augencreme, 15 Milliliter. Vielleicht ist das sogar eine leichte Variante, die meine Clinique All About Eyes für mich ablösen könnte. Zumal die preislich auch ganz nett aussieht. Ne? Das ist eine duftstofffreie Geschichte. Bei Dalton hast du sowieso verschiedene Reihen für jeden Hauttypen, die richtige Reihe. Und das sind so viele Produkte in dem Sortiment, dass ich wahrscheinlich nach Jahren, wir haben schon Jahre der Kooperation, ich glaube 2 Jahre oder so, lange noch nicht durchs Sortiment durchgetestet haben kann und immer wieder neue Produkte entdecke. Und ja, das ist halt die sensible Reihe für sensible Haut, duftstofffrei und so weiter. Ne? Und das wollte ich mal ausprobieren. Kann ich euch dann auch mal was zu sagen. Und hier kommen wir jetzt endlich mal nach dem ganzen Laberababa von mir zu den neuen Seren, die die auch haben. Genau, da haben wir, also die High Concentrates ist jetzt quasi Pflege reduziert auf das Maximum seiner Wirkstoffe. Das ist so geil. Einmal das Triple Ceramid Serum, das habe ich aktuell auch in Anwendung, was mir sehr, 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 sehr gut gefällt. Und das Retinol Serum, worauf ich mich mega freue, was ich halt noch nicht verwenden kann. Glättender Seefenchel haben wir hier bei dem Retinol mit dabei. Das ist halt Skin Renewal, also Retinol. Ich habe mich so gefreut, als ich gehört habe, dass die Retinol auch mit ins Sortiment aufnehmen, weil Retinol ist so der Anti-Aging-Wirkstoff und das ist so großartig, also mega geil. Und das Ceramid-Serum schützender Goldseetank, ne, reparieren. Dann auch eine Glasflasche hier mit dem Pumper, ne, das gefällt mir einfach irre gut. Und das Ceramid-Serum habe ich schon unten in Anwendung. 95% natürliche Inhaltsstoffe sind hier bei dem Retinol-Serum, finde ich auch ziemlich cool. Also, jo. Vielen Dank an Dalton für die Zusendung. Das Ceramid-Serum werdet ihr dann auch wahrscheinlich im April dann im Aufgebraucht-Video sehen. Genau, so, ne? Denkt dran, Beauty Claudi, 20% Rabatt. So, weiter geht die wilde Reise. Look Fantastic, da habe ich ja eine Anfrage bekommen. Tatsächlich habe ich euch das... tatsächlich habe ich letztens erst euch in dem Vlog auch gesagt, dass es total cool wäre, wenn ich mit Look Fantastic eine Kooperation hätte und dass ich dort mal hinschreiben möchte. Tada, here we are. Und zack, hat Look Fantastic ja gesagt. Finde ich sehr cool. Zuallererst habe ich hier einmal die Maskenedition. Das ist einmal diese hier. Ich weiß gar nicht. Ich blende euch mal ein, wie mein Code ist. Müsste dann ja auch ein 20% Code sein oder so. Ich weiß nicht, ob es Claudis Welt oder so ist. Ne? Damit könnt ihr auf jeden Fall dann auf das Sortiment entsprechend sparen. Meistens ist es bis zu 20% könnt ihr dort sparen. Und ja, genau. Hier habe ich einmal eine Geschichte, die ich dann separat nochmal auspacken werde. Ja, ne? Zeige ich euch separat. Wie gesagt, The Mask Edit. Das ist so eine Sonderbox gewesen, stelle ich hier auch zur Seite. Und dann durfte ich mir noch was aus dem Sortiment aussuchen. Leute, ich zeige euch ja das, was ich mir ausgesucht habe. Zum einen diese Maskenedition und diese Produkte, wobei das hier ein Goodie war von Espa Natural Beauty Inner Calm Super Nourish Hair and Scalp Mask 50 ml. Das gab es für Umme mit dabei, ne? Weil ich einen gewissen Bestellwert erreicht hatte, stelle ich zur Seite. Also ja, und dann habe ich hier zum einen diese wunderschöne Mascara von It Cosmetics Hello Lashes. Ich denke, dass ich euch ein Fullface Look Fantastic einfach mal abfilmen werde. Da habe ich echt Bock drauf. 93% sagen irgendwie, irgendwas ist toll. Say Lashes Look Fuller. Fuller, genau. Also 93% der Anwenderinnen. Lash Loving Volumizing Mascara. Also das habe ich, als ich dort gestöbert habe, nämlich gesehen, dass die von It Cosmetics dort eine neue Mascara rausgebracht haben. Die hatte ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm und die sieht witzig aus, ne? Ich meine, die Firmen, die müssen sich jetzt ja auch was überlegen. Es gibt so viel auf dem Markt, da muss man ja auch irgendwie auch mal eine neue Verpackung rausbringen, neues Design rausbringen. Ist nicht so leicht. Oh, super flexibles Gummibürstchen, was eigentlich gerade ist. Sieht sehr stachelig aus und erinnert mich auch ein bisschen an das ein oder andere von... Wo hatten wir das denn? War das Benefit oder so? Riecht einfach nach Mascara. Schon ein bisschen parfümiert. Ne? Und ja, hat oben nämlich diese Stachelfee dran. Ganz interessant. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das auf meinen Wimpern dann auch zur Geltung kommt. Ne? Dann habe ich mir noch den Micro Brow Pencil von NYX ausgesucht. Den habe ich hier in der Farbe Blond. Ja,
Denn alle schwärmen irgendwie gefühlt von diesem Augenbrauen Stift. Und du bekommst halt bei Look Fantastic Online auch Drogeriemarken, wie zum Beispiel Revolution oder halt NYX. Ich krieg's jetzt nicht auf, Leute. Ja, ist halt ein Augenbrauenstift, schaut so aus. Und werde ich dann mal ausprobieren. Ist ein hochdrehbarer Stift. Übrigens auch neu von It Cosmetics gab es die CC Plus Nude Glow Cream. Ja, mit Lichtschutzfaktor 40. Und die habe ich in welcher Farbe? Fair Beige mir ausgesucht. Das ist diese hier. Und auch das, ein Produkt, das ich vorher so gar nicht gesehen habe. Ja, also ich kenne die CC Plus Your Skin But Better Cream und die CC Plus Your Skin But Better Foundation. Und das ist die CC Plus Your Skin But Better Nude Glow Color Correcting Glow Brightening was irgendwas Serum. Ja. Könnte vielleicht ein bisschen dunkel sein. Ich hoffe nicht. Aber von den Swatches her hatte ich eigentlich gedacht, dass es mir passen müsste. Ist immer schwierig. Dann habe ich mir auch noch einen Duft ausgesucht. Und zwar von Moschino Toy 2 Eau de Parfum mit 10 Millilitern. Man bekommt da so viele Parfums auch. Also Look Fantastic ist ein riesiger Online-Shop. Das ist der Wahnsinn, Leute. Das ist hübsch. Guckt euch das mal an. Und da fand ich die Duftbeschreibung einfach so ansprechend. Das sprühe ich mal hier in den Deckel. Mal riechen, wie das riecht. Oi. Interessanter Duft. Wirklich interessanter Duft. Es hat was Blumiges. Safe ist hier Jasmin auch mit dabei. Denn ich liebe Jasmin, wirklich, ne? Das riecht einfach nach Frühling. Das riecht super angenehm. Aber nicht irgendwie so künstlich alkoholisch oder so, sondern einfach angenehm, blumig, nach Frühling, frisch. Sanft, jung, also das riecht echt gut, das mag ich gerne leiden. Muss man dann schauen, wie sich das dann entsprechend auch länger auf dem Körper macht, ne? Ja, ich habe mir auch noch reingepackt von Chantecaille dieses Produkt, aber das war eigentlich mehr so, dass ich das dann für mich mitbestellt habe und das dann auch bezahlt habe. Werde ich euch aber trotzdem dann auch zeigen von Chantecaille, das Lotus Perfect Blur Glow Powder. Das ist im Prinzip nur ein Finishing Powder. Und das braucht eigentlich auch, glaube ich, kein Mensch. Aber das ist so edel. Also, ja. Also, hier hat die liebe Unbox Butterfly Nicole, die ja leider keine Videos hier mehr produziert. Frech von mir. Mich damals auch drauf angefixt, weil die haben ja so tolle Blushes. Und da habe ich mir auch schon zwei bestellt. Wovon ich aber sehr wahrscheinlich sogar einen aussortieren werde. Ja. Und hier haben die jetzt dieses Glow Powder. Da habe ich jetzt auch bei anderen Creatoren schon gesehen, dass die ja auch den Highlighter vorgestellt haben. Ja, ich war auf dieses Puder einfach super gespannt und ob das halt wirklich so einen schönen Blurring-Effekt auf die Haut gibt und bin ich gespannt drauf. Vor allem bin ich gespannt, ob das jetzt wirklich so viel besser ist, wie jetzt von NARS zum Beispiel, was glaube ich ja auch arschteuer ist, aber ich glaube nur die Hälfte davon kostet. Oder von Kiko, die haben halt auch bei Kiko sehr schöne Finishing-Powdersse und ja. Wird ausprobiert. Werdet ihr dann in dem Fullface auch entsprechend sehen. Dann habe ich mir auch mitbestellt hier von Natasha Denona die Love Face Palette. Einen Tag nachdem ich dort bestellt habe, hat die liebe Jenny von Jenny's Highlights ihre Review dazu online gestellt und gesagt, dass man sie eigentlich nicht braucht. Aber irgendwie brauche ich sie doch. Ich muss mal gucken. Also die Verpackung ist irgendwie anders, finde ich, als die normalen Natasha Denona Paletten, weil das hier auch so abgerundet ist, ne? Und hier haben wir dann 5 Lidschattenfarben drin, wovon einer schimmernd ist und die anderen sind halt matte Töne. Und hier oben haben wir Face-Töne. Das ist ein Cream-Blush und ein Highlighter-Ton, der pudrig ist. Und ja, das wird dann auch ausprobiert, ne? Offensichtlich brauchte ich die Palette in meinem Leben. Etwas, was ich kurze Zeit vorher dort bestellt habe, aber weil ich jetzt mittlerweile die Kooperation habe, habe ich mir gedacht, komm, packe ich das hier auch mit ins Video mit rein, ist hier von Grande Cosmetics dieses Set. Das habe ich euch auch in dem Vlog gezeigt. Da hatte ich ein Set für mich bestellt, ein Set für eine Freundin von mir bestellt. Das war so krass reduziert. Dann ging auch noch der Code von Chiquita's Place drauf. Und ja, hatte ich in meiner Story geteilt. Und kurz nachdem ich das in der Story geteilt habe, habt ihr Look Fantastic leer gekauft. Also ihr habt es wirklich weggekauft. Und ja, da ist mein Wimpernserum drin, was ich einfach liebe. Das Grande Lash, das Grande Brow ist hier drin enthalten und die Grande Mascara. Und ja, hier ist es. Ja,
Sobald ich nicht mehr stille, kann ich nämlich das Grande Lash wieder verwenden, weil hier Hormone drin enthalten sind. Und ich freue mich sehr darüber. So. So viel zu Look Fantastic. Und wie gesagt, ich müsste jetzt auch einen eigenen Code haben. Dann habe ich hier noch zwei Sachen bekommen, die einfach unverhofft angekommen sind. Einmal habe ich hier Duftpost bekommen. Hier steht Scentsy drauf. Und da hat die liebe Maika mir nämlich etwas geschickt, die einfach gedacht hat, ich bräuchte das wohl. Das fand ich ganz lieb von ihr. Ich war ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Also hier kommt auch ein richtig schöner Duft raus. Ne? Finde ich richtig, richtig cool. Und hier hat sie mir nämlich auch einen langen, langen Brief geschrieben, wo sie einfach geschrieben hat, so, hey, ich bin Maika, eine Zuschauerin von dir. Ich habe gerade deinen Action-Haul gesehen. Und deswegen schicke ich dir was. Ich habe gesehen, dass du dort Kerzen gekauft hast. Aber ich möchte dir eigentlich was schicken, was halt etwas gesünder ist, als wenn du Duftkerzen verwendest. Deswegen sind hier meine Duftwachse. Ich bin hier eigentlich durch Miss Curly Wachs sehr gut ausgestattet. Und ich hatte auch quasi zum gleichen Zeitpunkt bei Jenny bestellt. Und ja, dann kam trotzdem hier auch noch dieses wunderschön duftende Päckchen bei mir an. Und also, ne, ich kann ihr Scentsy-Profil auch mal, gibt sowas? Ich glaube schon. Oder ihre, doch, das ist eine Homepage, genau. Kann ich euch mal in der Infobox verlinken. maikesduftliebe.scentsy.de. Eine unabhängige Beraterin, genau, da hat sie mir hier auch das Sortiment mitgeschickt, also quasi den Katalog, dann eine Handcreme, die man dort scheinbar auch bekommen kann. Das fand ich auch richtig süß. Leg mich in den Kleiderschrank oder häng mich ins Auto. Das fand ich richtig cool, also das kommt bei uns auch in den Kleiderschrank. Winterberry Apple Tea, das sind Duftsäckchen und sowas mag ich gerne. Das riecht auch richtig, richtig toll. Das gibt es dann scheinbar auch dort zu kaufen. Dann ja, verschiedene Duftproben hat sich hier auch noch mit beigelegt. Ne? Palm Trees and Ocean Breeze. Bin ich auch sehr gespannt. Ich habe ja einen Melt Warmer, ne? Da kommt es dann rein. Und dann sind hier auch noch Frühjahrsputz, Testessenzi, langanhaltender Duft ohne Chemie und hautfreundlich. Make a Splash, ein Sprühreiniger. Wahrscheinlich für die Duft, oder? Für die Luft einfach nur. Und ein Bartreiniger. Oder? Nee, das sind wirklich Duft. Hä? Nee. Ist es wirklich ein Bartreiniger, dass ich damit mein Badezimmer reinigen kann? Das finde ich ja sehr interessant. Und Sprühreiniger wird dann wahrscheinlich als Allzweckreiniger sein. Das ist wirklich interessant. Ja, also vielen, vielen Dank, dass du da an mich gedacht hast und mir da das ein oder andere zukommen lassen hast. Wird ausprobiert. Und ja. Also vor allem, es düftelt hier einfach mega. Und als ich dann zu dem Zeitpunkt die Sachen bei mir stehen hatte, also sowohl von Jenny als auch von ihr hier in meinem YouTube-Zimmer, denn da hinten stehen die Sachen von Jennys Haul noch, hat hier alles so krass schön gerochen. Also ganz, ganz toll, ohne dass ich das überhaupt in der Duftlampe reingemacht habe. Ne? Also liebe Maike, vielen, vielen Dank. Unten in der Infobox ist dann quasi ihr Online-Shop verlinkt. So. Und wir sind ja alle nicht so die allergrößten Fans von Shorts. Trotzdem muss ich, darf ich, kann ich sie hier produzieren. Und ja, und einige schauen sie tatsächlich auch. Und weil ich das mache, hat YouTube sich gedacht, der Dame lasse ich mal was zukommen. Beziehungsweise, weil man halt bei diesen Short-Veranstaltungen teilgenommen hat, konnte man irgendwie sich für so ein Überraschungspaket anmelden und da kam halt dieses hier an und was ist das denn? Was habe ich denn da schon wieder bestellt? Das werdet ihr dann vielleicht in meinem Hintergrund sehen oder ich werde das hier irgendwo an einen Ehrenplatz bringen, das müssen wir mal schauen. Das ist so eine... Ich muss ein bisschen schmunzeln, denn ich hatte letztens erst eine Kooperationsanfrage bekommen von eben so einer Firma. Ja, das ist einmal das Shorts-Logo als... Das ist so ein Halogenleuchtenprodukt. Ne? Das ist ganz, ganz witzig eigentlich. Ne? Hier ist auch ein Ständer dafür mit dabei und kannst in eine Steckdose machen. Ihr Lieben, das hier war jetzt mein PR-Haul, der ganz schön umfassend war, Leute. Schaut in der Infobox vorbei. Die ist prall gefüllt mit
Informationen, mit Codes, mit Links, dies, das, Ananas. Ich bedanke mich von Herzen bei meinen ganzen Partnern, die mit mir zusammen einfach kooperieren, damit wir diese wunderschönen Videos hier überhaupt produzieren können. Und ja, es ist für euch immer eine coole Geschichte, weil ihr Codes mitbekommt. Und es ist halt auch eine ganz nice Geschichte, weil ich dann durch die Kooperationspartner halt auch Futter für euch bekomme. Zum einen zum Testen, zum anderen auch für Verlosungspakete, wie auch das, was ihr in diesem Video ja verlinken könnt, genau, gewinnen könnt. Und ja, das war's hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne meinen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!